herzlich willkommen zu Teil 20 von Fallout 4 an meiner Seite des Murdoch. Da bin ich, hier, hi, da. Hi, da. Hi, da. So, wir müssen im Baumarkt. Hardware. Auf Farbe. Hardware Town. Ich muss wirklich im Baumarkt, schon seit Wochen. Ich denke mal, wenn ich Hardware Town höre, denke ich mal an Bratenwender City von UHF. Da gibt's, die musste man nämlich hinfahren, wenn man Bratenwender kaufen ja, wollte. Ja, Bratenwender City. Spatula heißt das im Englischen. UHF, übrigens. Sender mit beschränkter Hoffnung. Unbedingt angucken. Ja, El Jankovic. Ja, der Weird. Weird L. Da, 5 Pfund Gewicht. Ach so. Wieso habe ich das bloß mitgenommen, ich blöde Kuh? Besser als 40. Brandt ist wohl Schatzmagazin. Braucht auch kein Mensch. Hör auf, Sachen einzusammeln. Ich bin im Baumarkt direkt verwirrt. Ja, so, komm mal mit. Die wissen, dass ich ein Mädchen bin und dass ich keine Ahnung habe. Das darf keiner merken. Ich nehme einfach mal das. Ja, hier, und das. Ich brauche das. Ich fühle mich hier total sicher. Ich kann nicht mehr so viel tragen. Was nehme ich? Ach komm, wir nehmen das Gewicht hier. Genau. Was ist wohl leichter? 10 Kilo Gewicht? Oder 40 Pfund Gewicht? Oh, guck mal, ein Kühlschrank. Ein leerer Kühlschrank. Was ist los? Also leere Kühlschränke machen den wütend wahrscheinlich. Ja, Dogmeat denkt nur Kuchen. Quatsch, Kuchen. Fleisch. Knochen. Aber da hinten im Regal war super viel. Super viel. Waffenwerkbank. Transfer. Was kann ich denn dahin transferieren? Siehst du, das ist sowas. Da kann man dann guck mal, gesamten Schrott lagern. Ja. Dreieck drücken, gesamter Schrott. Wahnsinn. Lagern. Cool. Das ist aber jetzt überall gelagert. Das ist überall. Also wenn ich jetzt an die nächste Werkbank gehe, dann kann ich auf mein Lager zugreifen. Okay. Und dann ist es dann da. Ja, geil. Geil, ne? Geil. So. Haha. Seht ihr mal, jetzt kann ich euch das mal zeigen. Das ist super. Ich kann jetzt mitnehmen, was ich will. Guck, da super, super viel. Total. Sturmfeuerzeug und Klebeband. Ich raste aus. Ich dachte nicht, jetzt noch ein leeres Kühlmittel. Ja, Wahnsinn. Wirklich. Und hier, Benzinkanister, eine Zange. Alles. Das ist auch wirklich gut, oder? Zange nehme ich mit. Benzinkanister, der nehme ich auch mit. Voll. Der Helm ist schön. Willst du einen Helm? Mhm. Ja, Bergbauhelm. Nur für dich, mit Lampe. Guck mal, Rüstungswerk, was können wir denn da machen? Geil. Bergbauhelmlampe kannst du dir bauen. Guck mal, hier kann ich auch hier. Bei der. Das ist alles noch Standard. Mhm. Beinverkleid. Ja, wie gesagt, das lese ich alles mal nach, was da besser ist und was nicht. Weiß ich jetzt nicht. Da habe ich letztens schon nach der Aufnahme voll dran rumgefritzelt. Genau, so, wir müssen ja, wir haben hier ja eigentlich? Genau. Farbe suche ich. Oh, Munitionskiste. Ist leer, von letztem Mal noch. War ich hier eigentlich Ach ja, oben? Wir waren ja schon mal da. Das ist ja eigentlich gar nicht so schlecht, dass wir schon hier waren, ne? Ja, das ist nicht verkehrt, denn sonst hätten wir es jetzt wieder mit diesem extrem schweren Gegner zu tun und dieser komischen Falle, die uns hier bereitet haben. Was ist das denn haben. Da? Ha, cool. Meins ist das. Ich glaube, da konntest du links weiter vorbei. Links weiter vorbei, da. Aber da ist auch vorbei. Ja, hast du recht. Rumpf. Da ist die Farbe. Yay. Ach, ist leere Farbdose. Na, also. Leer, blau. Blau, gelb. Farbmischer. Ja, komm, stell mal grüne Farbe her. Hehe, geil. Guck mal, das war eine Aufgabe. Geil. Cool, jetzt haben wir alle Farben. Kannst du noch eine andere Farbe mischen? Nee, ne? Nee, das war meine einzige Option. Guck mal, da hinten steht auch jetzt gelb. Vielleicht, wenn ich das Grüne habe, kann ich vielleicht noch eine andere machen. Ja, genau, dachte ich vielleicht. Nee, gut. Okay, nichts tun. Ach, das ist ja toll. Das ist auch echt grün hergestellt. Super, jetzt noch gucken, ob ich den letztes Mal leer gemacht habe. Ja, leider schon. Stimmt, da haben wir uns noch so gefreut, glaube ich, über die Stim, über das Stim. Komm ich nicht hoch. Bug. Da war nämlich doch letztens was in der Ecke. Ich meine, da bin ich nicht mehr zurückgegangen, um das hier zu holen, oder? Genau. Wow. Ich konnte mich noch entsinnen. Oh, Dogmeat, wo kommst du denn her? Bist du aufgeregt? Durchgekrocht? Der ist irgendwas. Irgendwas regt den auf. Vielleicht, ich hoffe, dass nur eine. Was ist das denn da unten? Ach, da. Okay, ich kann mich. Was ist das denn? Wow. Nein, egal. Ja, Flanellhemd. Nehmen wir mit. Wie gesagt, ich brauche unheimlich viel Stuff für die Stadt zu verkaufen. Oh. Guck mal, da sind voll die Sachen drin. Haarklammern.
Ja, da haben die ihre Sachen gelagert hier. Da war ein Kron. Ja, der ist ja mit seinem Dick. Nein. Guck mal, reden. Kannst du mit dem reden? Uah. Der hat gegähnt. Der hat Ach nichts so. Böses gemacht. Dachte, der hat uns angeknurrt. Nein. Uah. Der war ganz lieb, der Dogmeat. Doggy, Doggy. Hä? Wer quietscht denn da? Der Das war auch quietscht Doggy, manchmal. ne? Manchmal quietscht er einfach. So, hatte ich euch hier unten eigentlich schon alles weggenommen? Ja, Na, die ne? sehen alle ziemlich nackig aus. Ja, schade. Das erinnert mich gerade ein bisschen an das War of Mine, ne? Denkt man, sowas würde man auch immer gerne finden, wo man so viel Ja. Zeug da hat. Vor allem, wo so wenig Leute rumlaufen. Ja. Obwohl, das mussten wir uns ja auch erkämpfen. Ja, das stimmt. Upala. Fast im Loch hier hängen geblieben. Ach, guck mal. Oh, es muss ich noch Du findest knacken. ja auch alles hier. Alles, was wir beim letzten Mal nicht mitgenommen haben, findest du Ja, diesmal. da war ich zu aufgeregt. Das waren mir zu viele Gegner. Da bin ich ja immerhin einmal gestorben. Stimmt, das war noch alles zu neu wahrscheinlich. Da war ich aufgeregt. Wie schön. Und eine Golduhr und ein Schlosserhammer. Du kannst nichts mehr tragen. Wir müssen gleich nochmal zu der Werkbank gehen. Und unsere Sachen da lassen. So, lakadikaduda. Lakadikadu. Es dauert einen Moment, bis ich oben bin. Ach, du kannst. Ah, okay. Kannst du da überhaupt hoch? Ich hoffe. Entschuldigung, bitte. Entschuldigt, entschuldigt. Ach, es sei dir verziehen. Also Suspense? Fans, da bist du draußen dann. Nein, ich muss aber zu diesem Geräteschuppen zurück. Da musst du da lang, genau. Da Hier durch gehst du das genau Loch und richtig, dann wieder ja. hoch. Tut mir sehr leid, Leute. Schneller geht's nicht. Kein Problem. Oder du kannst ja das Gewicht eigentlich ab. Das habe ich schon abgegeben. Ah ja, das war am Anfang, ne? Ja. Hui. Sind die ganzen Waffen jetzt auch? Leider, leider. Aber egal, Waffen sind super, weil die kann man auch auf jeden Fall bestimmt in viel Geld verwandeln. Ja, definitiv. Aber dafür muss ich mich auch später noch ein bisschen damit auseinandersetzen. Da ich habe dieses Waffensystem noch nicht so ganz kapiert. Man muss halt da wirklich nicht nur auf den Schaden gucken, man muss halt Ja, auch genau da gucken, lang. wie ist die Reichweite und die Und dann nach links. Schusshäufigkeit, was sich anders schimpft und mir nicht mehr einfällt. Gott, jetzt ist Schussrate, ja ne? Das wollte ich sagen. da noch was drin. Kühlschrank. Nö. Empty. Auch. Empty. Dogmeat, ich Doch nicht. glaube, du stehst da gut. Ich kann dich auch ganz schnell gegen eine Katze ersetzen, mein Freund. What? Ist das da rechts auch noch ein kleiner Kasten da? Das ist alles ein Kasten hier. Munition, Gemkiste. Da ist noch eine First-Aid-Kiste. Das habe ich alles gesehen beim letzten Mal. Ah Ja, ja. Junge, ich weiß, dass ich zu viel trage, deswegen gehe ich ja auch so langsam. Zu viel, zu viel. So. Das geht nur bei dem anderen. Ah, X. Mano, wieso ist dein Kreis nicht einfach abbrechen? Wieso müssen die einen da immer nochmal fragen? Bist du sicher, dass du abbrechen willst? Weil die das bei The War of Mine schon nicht machen. Ja. Hä? Hä? Moment mal, ich will mein Zeug abgeben. Wo war das denn? Ach, da musst du Ach, Transfer machen, Transfer, natürlich. alles Ach, klar. Das war's schon, das war der ganze So, Schrott. Das das ging ja war der ganze easy. Schrott. What? What? Achso, Tischventilator. Wow. Wo bin ich? Kommen hier die Wände alle her. So, guck mal, jetzt haben wir die haben wir auch schon mal jetzt die Farbe. Was gibt's denn dann noch Sehr zu gut. Es machen? gibt, müssen wir eigentlich noch den Investigator finden und dann können wir Das ist zurückkehren. doch super in der Zeit, hör mal. Ich will nicht mehr raus. Da rechts, ja. Genau, nein. Nein. Oh. Hier, jetzt, Da. ja, nein, doch. So. Guck mal, da ist der Ausgang. Da. Habe ich ihn gefunden. Da hast du das aber toll gemacht. Ah, mir ist der Fuß Mir eingeschlafen. ist meine Schulter eingeschlafen. Komm, wir tun uns zusammen und dann sind wir schon fast zur Hälfte am Ja, du Schlafen. gibst mir deinen Fuß, ich gebe dir meine Schulter. That looks so weird. Ich habe die Tür schon gehört. Ha! Was du alles für Fähigkeiten hast, hör Was ist das mal. denn? 91, 92. Das sind Questziele. Wahrscheinlich ist beides Diamond City, weil es beides 91 ist. Abgeben, verstehst Ja.
Gut, gucken wir mal auf die Quests, oder? Ja, ich musste wieder kurz überlegen, was ich hier für Knöpfe drücken muss. Ist ja hier alles ein bisschen anders bei dem vermaledeiten Spiel. Ja, stimmt. Hast so, du aber auch im Moment. Also, kehre zurück, will ich nicht. Folge Freedom Trail, hab ich vergessen, was das ist. Gib dich zu Pipers Büro. Ach, das war diese Journalistin. Ah, okay, das ist dann aber auch in Diamond City. Kehre zur Polizei. Da muss ich mich dann, das weiß ich, anschließen. Ne? Das genau. ist, wenn ich. Was ist denn das hier? Ist der Wassermarsch. Folge dem Freedom Trail. Ich verstehe überhaupt nicht, was das sein soll. Untersuch die Wasseraufbereitungsanlage. Wo ist denn jetzt meine Quest, dass ich den. Ah, das ist ja Valentine. Ja, komm, dann machen wir den, ne? Finde Nick Karte Valentine. Karte anzeigen. War ich da schon? Nein. War ich auch noch nicht. Aber da war ich schon. Ja. Und ich bin jetzt da unten irgendwo, ne? Ja, ich würde da zu dem. Ja. Gott, ich will nämlich durch dieses Raider-Gebiet nicht unbedingt nochmal durch, was mich hier überall umkreist. Nee, kein Raider, kein Ghoul-Gebiet. No, thank you. Ich bin nicht so der beste Schütze da leider in dem Spiel. Ach, jetzt hör aber auf. Ja, ich muss ehrlich sagen, dass ich es noch nicht so hundertprozentig schnalle. Ja, was wir, glaube ich, auch immer machen müssen am Anfang, ist, sobald irgendwie ein Gegner auftaucht, erst uns dran gewöhnen, dass dieses VATS benutzen. Als allererstes. Ja, selbst das mache ich ja oft. Aber ich habe schon das Gefühl, dass ich enorm viel austeile, aber das nicht wirklich was anrichtet, aber ich überhaupt nichts einstecken kann. Vielleicht kannst du auch ein bisschen an Sensibilität. Ich bin einfach so ein bisschen simplere Shooter gewöhnt mittlerweile, die mir das nicht so abverlangen. Die geben mir gute Waffen und dann lege ich los. Und dann ist halt gut, ne? Tschüss. Das ist Waffenschaden. Oh, guck mal da oben, das Geschütz. Das ist aber gleich platt. Du hast das ganz gut. Ah. Ja, dieses neue Jagdgewehr, was ich da gefunden habe, das ist ganz super, cool. Ne? Das sind auch genau die richtigen Patronen, wo wir noch jede Menge von haben. Tschüss. So, tschüss, Tchaikovsky. Wo muss ich denn jetzt hin? Ich muss mir mal eben noch einen extra Wegpunkt setzen. Also guck mal genau in die Richtung, wo du guckst. Dann ist das diese genau da. Ausgefüllte, das ja. ausgefüllte Viereck. Okay. Genau. Das ist der Weg, den ich gehen soll. Das ist doch das scheiße. Entschuldigung. Das ist doch das vermaledeite Raider-Gebiet. Na gut. Guck mal, Radio Trinity Tower Signal gefunden. Ja, ja. You, boah, hast you. Du gesehen? 54 Kronkorken Armee-Munitionstasche. Den Rest brauchst du nicht. Ja, ich hab schon was an. Zieh mich nicht um. Genau. Danke, ich hab Kleider. Genau. Ich hab auch schicke Kleider zu Hause. Das erinnert mich irgendwie gerade an Bloodborne. Uah! Was ist von da hinten hinter dir? Von da hinten hinter mir? Dann kam der von, dann kommt der bestimmt da gleich hin. Aber das machst du gut, dass du schon mal klickerst. Danke. Boah, das ist kein gutes Gebiet, ne? Ich gehe nicht gern so weit unten. Da oben. Was wirft der Supermutant? Du Scheiße. Okay. 21%, das ist mir nicht genug für einen Supermutanten. Wir gehen mal hier oben lang, gell? Jo. Ey, da ist sogar eine. Nuka Cherry. Deine Lieblingssorte. Guck mal, der sieht dich da. Ja, deswegen nehme ich auch mal das hier. Aber das. Boah! Ich hasse ihn. Das ist aber gut, der hat mich nicht getroffen. What? Ah, du hast nicht genug Punkte. Aber wenn du den gleich triffst am Kopf, der verwundest den schon ordentlich. Ja. Hä? Wow. Oh, du bist verkuppelt, du musst was nehmen. Da drunter das am besten. Ach komm, welcher Knopf? Dankeschön. Warten. Leiden. Wo kommt der? Da, 40 kannst du.
komm, einen noch. Und jetzt. Yes! Mein erster Supermutant, Leute. Oh, great. Hey. Ich habe einen Supermutanten umgebracht. Mal gucken, ob die auch wieder so geile Sachen dabei haben. Ah, Rakete und Raketenwerfer. Ja, ist beides da, leider. Tut mir leid. Aber wenigstens die Rakete würde ich mitnehmen. Okay, aber was wiegt denn die? Die dürfen auch schon 10 Kilo. What is going on? Who's going apeshit? Warum hat der gerade so geknurrt? Ich weiß es nicht. Was hat der da oben bewacht? Keine Ahnung. Über seinen Posten hier. Aber wenn der hier einen Posten bezogen hat... Fusionszellen. Die brauche ich. Die habe ich dem gerade in den Hintern geschossen. Ich lasse mal diese Waffe kurz ausgerüstet, denn ich habe das Gefühl, die kommen selten allein. Der hat ja augenscheinlich hier irgendwas bewacht. Und vielleicht gehe ich da gerade hin. Das wäre nicht so gut. Jetzt musst du rechts gehen, wenn es geht. Ja. Jetzt schon? Da würde ich doch wieder in dieses Raider-Gebiet, wenn ich zu früh rechts gehe. Ja gut, oder vielleicht auch die nächste, das kann natürlich auch sein. Aber ich dachte, dass wir uns jetzt nicht ja, so... Ja, stimmt, ich entferne mich sonst, ne? Ich bin noch nicht hin, das ist mir gruselig. Guck mal, automatisches Speichern, ist auch schon mal gut. Sehr nett. Mal gucken, ob das keine Selbstschussanlage ist, an der ich gerade vorbeigehe. Hallo, is anybody home? Oh, guck, ja. Daryl Dixon ist da. Ah. Ich wünschte, es wäre so. Nur wenn er auf unserer rechts Seite ist. Rechts oder links ist. Vorbei? Links. Wieso sollte der nicht auf unserer Seite sein? Man weiß es nicht. Aber wenn du jetzt links guckst, gehst du direkt drauf zu dann. Genau, da. Kräh. Ach, wilder Mischling. Okay. Ich hoffe, das nervt nicht, wenn ich ab und zu mal klicke. Aber das ich will hier nicht mitten reinlaufen in irgendein... Raider. Verrückten Psycho. Raider-Psycho. Soll ich da schon schießen mit 50%? Naja, dann, ne. Ich bin mir nicht sicher, ob ich will, dass die jetzt alle rauskommen oder eher nicht. Eben. Was zum? Ja, jetzt kannst du, glaube ich, auf den Kopf. Das ist doch gut. Ja? Oder Torso. Deine Zeit ist abgelaufen. Da habe ich den Kampf so gesehen. Oh, Dogmeat ist, hat sie gesehen. Ganze Aufregung wegen nichts. Oh Gott, die kommen, oder nicht? Ja, hier sind voll viele in dem Haus. Von daher überlege ich als Erfolg. Ah, drei. Ich gehe einfach. Oder? Ja, sie haben dich verloren. Es waren so viele, ey. Und die waren total gut verbarrikadiert. Ja, ich glaube. Banger, Danger, coming ahead. Ja, Danger coming ahead. Okay, war kein Genie, was die Grammatik betrifft, aber die Message geht durch. Muss da doch dahin, vorne ne? ist es, ja. Okay. Ich denke mal, dieser Pavillon da. Aber was soll denn dieser Investigator hier machen? Investigaten. Ja, oder sterben. Ich weiß, Dogmeat, ich weiß. Ich fühle es auch. Swan? Weiß ich auch nicht. Du bist so nah dran. Ja, ich will aber nicht einfach in meinen Tod laufen. Okay, das ist ja du schon mal Du bist nicht. Voll Radio-Ulala. Radio-Ulala. Radio-Radio-Ulala. Guck mal, 10, 9, da. Oh, wow, okay. Ach, wer ist das denn? Willkommen, Patreon. Willkommen. Im Boston Common. Hier beginnt der Freedom-Trail. Erfahren Sie mehr über den historischen... Ja, der Freedom-Trail ist auch eine Aufgabe von mir. ...und die Geschichte des Boston Common. Bist du ein Reiseführer? Fehler. Antwort nicht erkannt. Ah, gut. Oh, okay, Führungsbot. Mit dir rede ich auch noch, aber ich habe gerade irgendwie meine Hauptquest verloren. Da rechts von dir. Weiter da. Okay. Also mit dem, dann mache ich das immer mit dem Freedom Road da auch noch gleich. Ja, ne? Klar. Ich bin ja nun mal jetzt gerade hier. Ich denke mal, cool, noch ein Cherry. So eine normale. Wow. Was ist da noch? Eine kaputte. Ach so. Langweilig. Ist die Entrance. Oh, okay. Das ist aber doch die Railroad Station. Das ist doch nicht meine... Da ist der aber. Bist du sicher? Ja. Na gut. Gucken wir mal rein. Was sagt die Zeit? Oh, ja. Mal kurz Hallo sagen.
Hallo Nick, alles gut bei dir? Komm mal Mr. mit. Mr. Valentine. It's nice to meet you. Okay. Wow. Gut or bad? Zu Jimmy Malones Bande zu gehen war die beste Entscheidung aller Zeiten. What? Gut, es schützt aber noch grün. Und trotzdem, Malone ist schwach. Wir erwischen diesen Detektiv beim Rumschnüffeln. Und was macht er? Sperrt ihn ein. Dem fehlen die Eier, ihn einfach umzulegen. Lass das mal nicht sein neues Mädchen hören. Die knallt dir ihren Schläger ins Gesicht, bis kein Gesicht mehr übrig ist. Von wem reden die? Von Joker und Harley Quinn, oder? Es wird auf uns gefeuert. Oh, okay, oh, okay. Tschüss. Und Engermeer. Da ist noch einer. Huh. Ja. Sehr gut. Huh, war noch einer. Ich will den Detektiv. Nagelt sie fest. Boah. Gut, 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 gut. Uah. Kannst du wieder drücken? Wow, wow. Du hast keine Munition mehr. Gut. Da kommt er. Ist rechts von dir. Aha. Komm schon, einer wenigstens. Oh nein. Okay, deine Pistole ist schon wieder voll, deine APs sind voll. Holst du dir jetzt. Mit deinem Bajonett. Da ist er. Tschüss, ich hoffe, es ist jetzt aber. Yay. Good night. So, einen kritischen Treffer dachte ich, kann ich mal investieren. Ja, der war auch genau richtig. So, was habt ihr denn dabei? Ach, ein Terminal. Hat man ja lange nicht mehr. Das stimmt. Das machen wir noch? Ja. Fahrkarten kaufen. Funktion deaktiviert. Okay. Hinweis. Terminal abgeschaltet. Der Kauf von U-Bahn-Fahrkarten automatisch im Rahmen der Schließung eingestellt. Okay. Okay. Vielen Dank. Gut. Was haben wir noch? Nachricht an Mitarbeiter. Sehr geehrte Damen, ich muss Ihnen leider mitteilen, dass die Haltestelle... Ja, ja, ja. Gut. Okay. Da kann man eigentlich nichts mit anfangen, aber gut zu wissen. Den Raum werde ich noch ganz kurz, das ist ja kein Raum, das ist ja nur so ein... Oh, guck mal, eine U-Bahn-Marke. So eine Verkaufsstelle hier. Dann gucken wir mal ganz schnell, dann haben wir das abgehakt. Müssen wir das nächstes Mal nicht mehr machen. Gucken, ob einer sowas sammelt, nehmen wir mal mit, ne? Genau. So, das ist aber hinter der Mauer. Da hinten, da ist auch noch eine Tür, ne? Hier ist eine Tür. Da, da boah, ist nur so ein Schrank drin. Was drin. Ja, ja, da sind so Spinde. Ich hoffe, du hast noch Zeit für das kurze Intermezzo. Dafür hier. Geht's noch. Das war ein guter Punkt, dann in diesem Raum dann aufzuhören, weil das ist dann das Erste, was wir überhaupt gesehen haben. Dann wissen wir müssen alles noch durchsuchen. Okay. So, soll ich hier einfach stehen bleiben? Ja, warum nicht? Ja gut, Leute, dann werden wir gucken, was wir hier noch finden außer Spielkugeln und das seht ihr im nächsten Teil. Juhu! Tschüss! Tschüss!